Oder nee, warte mal. Das ist ja eigentlich auch falsch, was ich da mache. Eigentlich... Oh, haben wir das Kleedach. Eigentlich muss das ja so. Aber gibt es das auch vielleicht kürzer? Was ist denn das? Eine Kleekehle? Das ist ein Kleeflachdach. Das ist eine spitze Kuppel. Das ist das Teil. Das ist eine Innendachecke. Eine quadratische Dachecke. Eine Dachecke. Das ist ein Viertelkleedach. Das ist aber nicht kürzer. Das ist nur schmaler, ne? Ein Kleeflachdach. Warte mal. Oh, ne. Kleeflachdach ist es auch nicht. Ich verhungere gerade, ne? Habe ich recht? Ja, ich habe... Ich habe ein bisschen Hunger, gut. Ich zieh mir was rein. Hast mich überredet. Ich trinke auch was. Und dann müssen wir das halt so lang bauen. Das ist halt jetzt natürlich hier für den Balkon ist das natürlich ein bisschen, nun ja, ein wenig hässlich. Aber, oh, wir könnten dann an den Rand ein Viertel machen. Da müssen wir nicht so weit rüber gehen. Das ist mit dem Balkon, das ist wirklich nicht so schön. Der müsste... Ah, okay, das geht, aber naja. Oh, meine Wasserflasche ist beschädigt. Ich müsste neue Kohle holen, weil reparieren kann ich die, glaube ich, nicht. Oder? Nee, die kann ich nur verbrauchen. Ah doch, ich kann sie reparieren. Ich brauche aber eine Brand- und Stifter-Kohlenbrocken. Den habe ich aber nicht. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen jetzt hier mal... Wo komme ich denn... Warte mal, ich kann doch bestimmt dann hier aufs Dach hüpfen. Wunderschön. So. Ah, eine Vierteldachkehle. Das letzten Endes das, was ich glaube. Ich habe das Gefühl, oh, mein Saft. Der gute Saft. Das reicht wahrscheinlich gerade so für die Seite noch, ne? So, ich stürze mal gerade hier runter. Ja, so gefällt mir das viel besser. Dann machen wir das jetzt. Ich brauche da noch ziemlich viel Saft. Und wahrscheinlich auch noch mehr Klee. Ich hätte eine Frage, kann man den Saft irgendwie herstellen? Geht das irgendwie? Dass man den irgendwie durch einen Zerquetscher laufen lässt? Oh, ich habe nicht das Gefühl. Verwendbar für... Ja, Wurzeln und gefallene Äste. Aber irgendwas ist ja noch, ne? Aber dass ich ihn herstellen kann, ist eher nicht, ne? Schade. Ich dachte, ich kann den vielleicht irgendwie herstellen. Das heißt, ich müsste da nochmal los und noch welchen holen. Ach, das ist ja jetzt wieder nervig. Oh, da ist eine... Ja, Moment mal. Wenn du den hier schon siehst, ne? Dann klatsch den mal gleich weg, dann können wir da gleich noch ein bisschen was essen. Das wird ja zeitnah wieder Thema werden. Leider. Und dann holen wir... Ich brauche ein bisschen mehr Saft. Ja, ich weiß leider... Tatsächlich weiß ich da leider nicht, ob es da irgendeine Ecke gibt, wo es den mehr gibt, als das, was ich hier so finde. Ihr werdet mir das sicherlich sagen, aber dann ist es vermutlich schon zu spät. Weil ich ihn dann vermutlich schon aufgesammelt habe, alle. Deshalb. Ihr könnt gerne kundtun, dann habe ich es vielleicht fürs nächste Mal, falls das nochmal dazu kommt, habe ich es dann im Kopf. Oh, wollte eigentlich kurz nur da hoch. Geht das? Ist problematisch, ne? Wegen so einem Saftklumpen, Alter. So ein Theater. Ja, na.
Da sage ich auch nichts zu. Der steckt schon mal da im Fußboden fest, der Kollege. Hier ist noch so ein Ding, da könnte was dranhängen. Ich hätte gerne ein paar Saft Borkengut gefunden. Das hätte ich gern genommen. Auch hier ist auch nichts. Nee, auch nichts. Hier könnte mir gleich Agathe entgegenkommen. Das würde auch ein Traum werden. Da hätte ich richtig Lust zu. Da hinten ist auf jeden Fall ein Saftbrocken. Das weiß ich aus Erfahrung. So, dann hauen wir den mal weg. Ist übrigens schön, wenn du das Vieh da so hörst. Wie das da alles so rumexplodiert. Das ist ein ganzes Träumchen, sag ich euch. Da hast du richtig die Motivation, hier so rumzurennen und Saft zu sammeln. Glaub auch immer, dass mir Spinnen da entgegenkommen. Ist kein Witz. Ich habe da immer ein ganz ungutes Gefühl bei. Immer. Immer und immer. Und ich weiß nicht mal wieso, dabei ist mir die, glaube ich, nur einmal so wirklich entgegengekommen. Und einmal habe ich es provoziert. Da bin ich ja selbst schuld. Letzten Endes. Ah, da hinten war wieder irgendeine Wanze, ne? Ah, da müssen wir mal hier die Gasmaske aufsetzen. Ah, hier ist die Baumwanze. Ich wollte mal gucken, was die nicht mag. Die mag stechen und frisch nicht. Oh, die kam gar nicht dazu mehr. Warum? Lass das mal bitte. Das ist so völlig unhöflich. Gehen wir nochmal ganz kurz hier hinten gucken. Hier war auch wieder irgendwas, was mich dann angreift. Das waren Mücken, ne? Ah, da ist auch nur so ein Gelöte. Finden wir denn irgendwo? Hier explodieren Viecher, da muss ich auch nicht unbedingt hin. Jetzt habe ich irgendwas sauer gemacht. Was war denn das auf der Rüsseltierung? Ja, sei doch mal ruhig, Digi. Ist auch gut. Hey, Fid. Keine weiteren. Oh, hier ist noch ein bisschen Saft. Hier macht doch noch eine Milbe rum. Ist ein ganzer Traum. Ich hüpfe nochmal hier hoch. Ist das hier nicht irgendwie die Gegend, wo es mal Bombardierkäfer gegeben hat? Ja, unten läuft auf jeden Fall Marienkäfer. Warum habe ich fast zum Gleiten? Nein, kein Gleitschuh. Was explodiert denn hier? Was ist denn da los? Warum sind die so sauer auf mich? Ach, da ist der. Hacken, frisch. Ja, nervt nicht. Du Clown. Ich wollte eigentlich nur den Käfer mitnehmen. Da ist eine Larve. Wo bin ich denn? Da hinten muss ich hin. Ja, auf das Larvengelumpe habe ich keine Lust. Wenn ich davon zu viele kille, dann stehen die wieder bei mir in der Basis und schlagen Alarm, weil sie sich unterdrückt fühlen. Und, naja. Das muss ich nicht haben. Nicht unbedingt zumindestens. Die fühlen sich ja immer so mies behandelt und kommen dann alle. Ich glaube, ich habe auch keinen Klee mehr, ne? Mit Klee war auch schwierig. Ist aber interessant. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das ruckelt. Oh, da läuft noch ein Käfer. Mach da mal den Klee kaputt. Ist schon wieder eng bei mir, ne? Ja. Da sind 25. Ich weiß nicht, wie viel ich für die Vierteldächer brauche. Ich brauche auf jeden Fall auf der einen Seite noch
ein bisschen mehr Klee für die. Junge, diese Ameisen hier, die sind ganz schön dauersauer. Was liegt denn hier unten rum? Ah, ich habe keinen Platz mehr, glaube ich, ne? Ja, geh du mal. Ich gehe mal gerade gucken, wie es aussieht. Ne, B war es nicht. Ich muss N drücken. So. Haben wir alles eingelagert. Ich muss kurz auf den Balkon. Dann müssen wir hier auf das Muskelspritz und dann machen wir hier lang. Hier noch ein bisschen Viertelkleedach. Warte, dreh das mal richtig und hängt das vielleicht auch an die richtige Stelle. Das wäre traumhaft. Hat das jetzt funktioniert und ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist soweit richtig. Oh, Unkraut habe ich auch keins mehr. Hä? Ich frage mich gerade, warum der keinen Saft verfügbar hat. Ah, jetzt geht aber das Unkraut zur Neige. Meine Güte. Das ist der Unkraut-Stängel-Sammler. Mal kurz gucken, wie das mit dem Unkraut hier ist. Da ist keins mehr. Muss ich mich ein bisschen umgucken. Ich sehe gerade keins. Nirgends. Hier, da steht auch was. Kannst du das kurz abstellen? Kann ich das hier wegrasieren? Das fällt sogar direkt aufs Lager. Wie wollt ihr mich verarschen? Diese vier Brocken waren es schon. Junge, damit komme ich nicht weit. Ah, da müssen wir noch weiterlaufen. Kannst du das hier irgendwo abstellen? Ja, mach doch so, das wäre nett. Kommen wir hier. So. Ja, hier poltert alles. Oh, eingeräumt haben wir es. War das alles schon wieder? Ich bin immer ein bisschen entsetzt, was so mancher bei den Unkrautdingern rauskommt. Das ist irgendwie weniger, als ich das erwarte. Aber hier drüben gibt es noch einen. Da ist der Weg jetzt auch nicht super weit. Klopp ich den noch weg. Der sieht jetzt so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du 10.000 Unkraut, kann sich freuen. Gut, das waren auch keine 10.000, aber ja. Es war mehr wie eben. Und das ist der entscheidende Faktor. Mehr wie eben. Haben wir noch was hier liegen? Aktuell sieht es nicht so aus. Hier liegt, glaube ich, noch einer. Und dann... Pass auf, ich nehme den mal mit. Stell den hier hin. Und dann... haben wir noch an dem hier rumtüdeln. Oh, dann fällt... Ah, hier, das... Das sieht dann wieder nach ein bisschen mehr aus. Das ist gut. Dann sind wir vielleicht gleich mit dem Dach fertig. Wobei ich glaube, dass es auch schon zu viel Unkraut sein könnte. Oh, noch geht. Na gut, was reingeht, nehmen wir auch mit. Würde ich sagen. Was reingeht, nehme ich auch mit. So, dann nach Hause. Mit dem ganzen Lager im Gepäck. Tadada. Dann parken wir das Lager mal wieder hier unten. Und marschieren direkt wieder hoch Richtung... Moment, hoch war doch hier. Okay, das war... Ah, was sollst du da, was will ich dazu sagen? Das war so richtig saudämlich. Meine Fresse, ey. Mann. Na, es wird auch diesmal nicht reichen. Bin ganz professionell der Ansicht, dass auch das nichts wird. Kannst du das vielleicht einfach dahin machen, wo ich es hin haben will?
Ich fürchte, ich bin vom Saft zu weit weg. Oh, das ist keiner mehr da. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass ich zu weit von der Kiste weg bin. Frag mich jetzt allerdings, wo er den hingeräumt hat, den Saft. Hier. Und dann nimm den mal mit. Ist das wirklich alles? Oh, das ist ja richtig traurig, ey. Das alles, was du an Saft hast, sind 3 Brocken. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Ich mache erstmal die ganzen Vierteldächer, ja, ja. Ich brauche immer nur einen Saft. Gut, jetzt ist es ja nur noch so, dass eigentlich nur hier unten der Teil dran muss, ne? Eigentlich, nur noch. Mhm. Da müssen wir jetzt auch erstmal gucken, wie wir das bewerkstelligen. Ist das so? Ja, so muss es. Ich habe nur noch 4 Klee, habe ich gesehen. Junge, da brauchst du 2 Jahre alleine für so einen Tag, weil du ständig Klee holen musst. Das ist doch bekloppt. Ja, ja, komm, rasier weg hier. Alles. Ja, Piet ist außer Atem. Ich nehme einen Sprössling mit. Komm, Piet, hol Luft. Ja, ich sammle jetzt alles, was hier rumliegt. Das ist jetzt... Oh, und das ist Gras, ne? Ja, gut, dann liegt das auch gleich hier rum. Für schlechte Zeiten. Einfach alles aufsammeln. Einfach aufsammeln. Damit wir das ganze Klee weg haben. Unten liegt jetzt sehr viel Gras. Ich hoffe, ich brauche keine Säfte mehr. Aber ich glaube, da brauche ich immer nur einen. Und das ist ja jetzt so noch eine Reihe Dach. Also theoretisch sollte das wohl aufgehen. Aber naja, ich will mich da auch nicht so sicher fühlen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, jetzt hast du es. Und dann hatte ich es nicht. Nee, mit dem Klee da bin ich noch nicht so weit. Was ist denn das? Da liegt irgendein Fliegenbrocken rum. Nimm den mal mit. Wer weiß, wofür das gut sein kann. Vielleicht können wir den gleich grillen, dann haben wir noch ein bisschen was zu naschen. So, noch ein Kleebrocken und dann nochmal hochlaufen und dann aber mit Schmackes und so. Dann wird die letzte Rutsche. Das wäre schön. Lalalalalala. Gut, wir bauen das dann von hier. Oh oh, da brauche ich 2 Saft. Das könnte safttechnisch aber da eng werden, wenn ich das so sehe. Ah, es ist das letzte. Gut. Dann hüpfen wir jetzt mal runter. Ja, das kann man so machen. Und so, ja, das gefällt mir auch ganz gut. Jetzt wäre natürlich noch ein bisschen Leuchtkram an der Seite toll, ne? Das wäre irgendwie schön, wenn da noch was dran käme, was leuchtet. Aber das muss da immer, glaube ich, aktivieren. Das leuchtet ja nicht dauerhaft. Zumindest glaube ich das. Hier hinten habe ich doch so ein Ding. Das leuchtet schon die ganze Zeit. Na, müsste man überlegen. Und eigentlich wäre eine Palisade noch schön, aber... Ja, das machen wir weg. Und ich hätte da noch so eine... Ich hätte da noch so eine Idee. Das finde ich auf der Seite ganz nett. Das können wir ja auch hier bauen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt und wo es das gibt. Nee, komme nicht drauf. Es war eine Lampe. Ich habe die ja nur durch Zufall gefunden.
das ist die hier, ne? Die Saftleuchte. Das ist einfach das. So, die Saftleuchte da. Ich habe jetzt keinen Saft mehr. Safttechnisch bin ich jetzt, ist jetzt aus. Aber das ist, das gefällt mir so ganz, das ist ganz okay, würde ich sagen. Ich hätte da noch eine Idee für, ah, das ist, wenn du das hier machst, ja Gott, das würde auf der Seite gehen, hier halt nicht wegen dem Haufen. Gut, dann können wir jetzt erstmal alles zumachen und dann beende ich hier erstmal die Aufnahme. Und beim nächsten Mal könnte es dann mit den Vorbereitungen nochmal für den Kriechkeller losgehen. Mal gucken. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, das würde mich freuen. Ja, reingauen, habt eine gute Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.